Herzlich willkommen zu einem weiteren Assessment-Video und heute schauen wir uns den NEAR-Test an. Dieser Test ist dafür da, um herauszufinden, ob ein Impingement im Schultergelenk vorliegt. Es ist ein sehr verbreiteter Test. Er hat eine Sensitivität von 72% und eine Spezifität von 60%. Wie wird der Test ausgeführt? Der Patient sitzt vor dem Therapeuten. Die Hand des Therapeuten liegt hinten auf der Scapula des Patienten und fixiert diese, damit dieser eben nicht groß weggleiten kann oder er nicht über den Schultergürtel kompensieren kann. Der Arm des Patienten wird in Innenrotation bewegt, wodurch das Tuberculum majus dichter unter das Akromion kommt. Dadurch wird der Raum kleiner. Wenn also ein Impingement vorliegen sollte, hat es dann noch weniger Platz. Das heißt, es wird eher positiv und eher schmerzhaft. Der Arm des Patienten wird dann nach oben bewegt, also es wird eine Anteversion ausgeführt und das so lange, bis der spezifische Schmerz des Patienten auftritt. Es ist sehr gängig, dass dieser Schmerz zwischen 90 und 120 Grad auftritt. Wenn das der Fall ist, hast du eine klarere Aussage darüber, dass ein subakromiales Impingement vorliegt. Also zum Beispiel die Supraspinatussehne eingedrückt wird oder die Bosa eingedrückt wird. Man sollte den Test auf jeden Fall noch einmal in Außenrotation des Armes wiederholen, da dort der Raum zwischen Akromion und Tuberculum majus wieder größer wird. Das heißt also, logischerweise sollten die Schmerzen des Patienten weniger werden, wenn du den Test in Außenrotation ausführst. Wenn dieser Test positiv ausfällt, dann ist es quasi ein positives NEAR-Zeichen oder ein positiver NEAR-Test, was du wieder in deine Anamnese schreiben kannst. Und es gibt dir einen unspezifischen Hinweis darauf, dass ein Impingement vorliegt. Das war's an dieser Stelle von mir. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like da und abonniere kostenlos unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mach's gut, Roman, dein Physio.